nach der Hausgröße entscheiden, was für eine Pauschale für diese Eingabeplanung kalkuliert wird. Das heißt also, die Hausgröße wird automatisch aus der Planung entschieden. Und Achtung, und insbesondere beim Bauen im Bestand, hierbei werden auch Anbauten oder bei Anbauten, bei Aufstockungen die bestehende Gebäudegeometrie, auch wenn Sie sie nicht neu erstellen, eben für die Planungsleistungen berücksichtigt. Bitte Achtung, das ist bei Werkplanung genauso, weil schlicht und ergreifend, insbesondere wenn wir im Bestand unterwegs sind, die Berücksichtigung der bestehenden Situation bei den Planungsaufwendungen eher damit noch viel zu wenig abgegolten ist, ne, als im Neubaubereich. Bedeutet also, großes Haus geplant, höhere Kosten, kleineres Haus geplant, kleinere Kosten. Neben diesen Varianten ist mir wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass überall dort, wo es eben eine Möglichkeit gibt, das ganze Bauseits zu steuern, heißt überall, gibt es Positionen für diese bauseitige Leistung, die, und das ist eine Firmenentscheidung, die Sie bitte in der Einrichtung treffen, die entweder mit Preisen bewertet sind, weil Sie sagen, wenn wir irgendwelche Fremdplanungen bekommen, haben wir einen höheren Aufwand intern, als wenn es eine eigene Planung ist. Und deswegen sind das Positionen, die eben preislich bewertet werden können. Wichtig ist, die Größe des Hauses führt dazu, dass die entsprechende Planungspauschale gerechnet wird und es wird außerdem sowohl im Bereich der Eingabeplanung als auch eben im Bereich der Werkplanung auf die Geometrie des Hauses geschaut und alles das, was nochmal Zulagen sind, das heißt also 90 Grad Ecken oder ungleich 90 Grad Ecken, wird automatisch noch einmal mit entsprechenden Zulagen berechnet. Das heißt also hier in der Werkplanung ist die Struktur, ne, wiederum identisch. Auch hier heißt es, die Eckzulagen sind entsprechend da und es gibt natürlich hier auch nochmal Werkplanungszulagen in Abhängigkeit zur entsprechenden Gebäudeklasse. Und was wichtig ist, neben dem Thema Gebäudeklasse als entsprechende Zulage und dem Thema, dass die Anführungszeichen Bauherrenleistung oder Leistung des Externen eben auch mit Kosten versehen wird, gibt es für bestimmte geometrische Situationen eben auch noch mal mehr Aufwendungen. Und das sind neben der Bewertung innerhalb der Gebäudegröße für eventuelle Bestandsanteile auch noch mal mehr Aufwendungen bei Anbau und bei Aufstockung. Das heißt also, dass eben für diese Konstellation, ich gehe in den Bestand rein, hier noch mal ein entsprechend angelegte Position mit einem entsprechenden Stundenansatz, was sich in dem Pauschalpreis wieder widerspiegelt, dass diese Sachen eben automatisch nochmal zusätzlich bewertet werden bei den Architekten und Ingenieurleistungen. Wichtig ist eins, die Berechnung ist in einige mehr Positionen gesplittet, als das bei den meisten im historisch gewachsenen Kalkulationsumfeld der Fall ist. Das heißt also, es ist nicht nur irgendein Pauschalwert, Planung ist in Eingabeplanung und Werkplanung getrennt, Statik ist so und so getrennt, die Statik ist nochmal aufgegliedert nach Haus und nach Keller, beziehungsweise Keller nochmal nach Keller und nach Bodenplatte. Das Haus ist nochmal unterschieden nach der entsprechenden Hausgröße, das heißt also, wie viele Familien sind es. Es gibt für die Statik natürliche Zulagen, wenn wir entsprechend in Erdbebengebieten sind. Wir haben die Planung bei Eingabeplanung und bei Werkplanung auch nach den Hausgrößen geteilt. Dabei wird eben eventuell bestehende Geschichten, das heißt also bauseitiger Keller oder bei einer Aufstockung das bestehende Gebäude mit berücksichtigt. Für Sachen oder für Leistungen, die nicht Leistungsumfang sind, könnten Preise an den entsprechenden Positionen eingetragen werden und für Aufstockung oder für Anbau. Das ist etwas, was im Kalkulationsfalle hier als Hausart jederzeit ausbildbar ist, werden entsprechend auch nochmal für die Architektur- und Ingenieurleistungen entsprechende Mehrpreise gerechnet. Besonderheit beim Holzbau ist, dass innerhalb des separaten Massivbaugewerkes dort bestimmte Statikleistungen kalkuliert werden, während im Massivbau alles an einer zentralen Stelle passiert. Hintergrund hier nochmal, im Holzbau ist ein separater Preis, der angegeben
geboten werden soll oder die Möglichkeit bestehen soll für den Keller. Und deswegen das Ganze in der Grundstruktur hier identisch, lediglich ein wenig separiert in der Holz. Und das sind die Architektur- und Ingenieurleistungen. Nochmal bitte dran denken, Planungsvoraussetzungen ganz wichtig, deutlich abgrenzen. Vermesser und Bodengutachten genauso steuerbar bei uns im Standort nicht enthalten. Heißt also in der Einrichtung einmal damit vertraut machen. Was wir Ihnen ganz dringend empfehlen, ist diese Trennung bei den Hausgrößen, bei den Planungsarbeiten beizubehalten, auch für die Statik und auf jeden Fall die Komplexitätszulagen stehen zu lassen. Ne, bitte nicht rausschmeißen, weil Sie sagen, es war bisher immer bloß eine Pauschale. Diese alte Regel, Anführungszeichen, ne, dass ein Haus mit vielen Ecken mehr Aufwand macht als ein Haus mit weniger Ecken, das ist schlicht und ergreifend etwas, was Sie auf der Liste haben dürfen. Und durch die Branchenmodelle Holzner und Massivo haben Sie es automatisch in der Software schon drin.